Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fastnacht in Fallout 76. Und ich habe hier sogar einen Besucher. Was macht der denn hier? Hallo. Na gut, dann wollen wir hier mal losstarten hier. Wenn es um Fastnacht willkommen. Dann bin ich ja heute mal nicht alleine. Passt ja. Atlantias beste und, um ehrlich zu sein, einzige Fastnacht veranstaltet wird. An Fastnacht kann man eine Menge Spaß haben. Es gibt wunderbare Gerichte, die Sie probieren können. Unter anderem. So, dann wollen wir jetzt erstmal gucken, welche Protektrons wir jetzt hier haben. Nee, den auch nicht. Oh, Feuerholz wird schon abgeschlossen. Okay, Geschichte. Wurde auch schon abgeschlossen. Okay, muss ich jetzt hier gar nichts mehr machen. Dann machen wir hier halt die Imkerbiene. So. Kriegen wir hier auch gleich ein bisschen Honig rein. Und holen uns hier trotzdem Bienenwachs. Ich glaube, das werde ich noch mal ein paar Mal brauchen. Hallo, ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. So, wo haben wir denn das nächste Bienchen? Da unten ist das Bienchen. So, auch nochmal leer gelootet. Hier geblieben. So, dann holen wir uns das nächste Bienchen. Ja, meine Kleinen, ich kann mit Bienen sprechen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen süßen Honig machen. Sagt euren Eltern, sie sollen welchen kaufen. Ne? Können wir noch mal ein bisschen Gedärme nebenbei sammeln? Ah, ich höre sie. Halt, ihr geblieben. Falsche Richtung. So, dann ist wenigstens der jetzt schon mal fertig. Eindringlinge, angreifende Bienen haben die Stöcke geplündert und müssen vernichtet werden. Der Umzug kann erst nach erfolgter Vernichtung beginnen. Eigentlich fertig. Waren drei Bienchen. Ah, jetzt. Zwar eine Sauerei. So, dann wollen wir die Sauerei hier auch nochmal mitmachen hier. So. Kann ja hier nicht immer alles liegen lassen. Ja, das kriege ich nicht mehr. Muss meine eigene Beute gaunern. Ja. Ich höre es nicht fiepen. Auch wenn es fast immer schön fiepen. Machen wir hier keine ne? Ich höre es nicht wuseln, ich höre es nicht laufen. Was sind sie dann? Kleintiere besitzen die richtigen Gedärme für die Würstchenherstellung. Tja, Pech für okay, ein Gedärmchen fehlt mir noch. Und das liegt hier direkt vor der Nase. So. Kleintiergedärme sind in wunderbar, dann können wir jetzt ein und für sich schon den Umzug so gut wie starten. Müssen wir halt nun kurz abwarten. Na kommt. Umzugsstartort. Muss ich hier wieder durchscrollen. Wurde verifiziert. Beginne Maskenanbringung. So, zwei fehlen noch? Nee.
Ich habe den mit der Narrenmaske gar nicht gesehen. Fast nachts. Masken. Schmückung. Bevorstehend. Bitte warten. Laut Umzugsmarkierung muss ich an diesem Ort stehen. Nehme alternative Identität als Fastnachtsteilnehmer an. Hurra! So richtig lustlos. Hurra! Da ich den Umzug anführe, muss ich jetzt los und alle in Bewegung setzen. Frohe Fastnacht! Schöne Fastnacht! Hurra! Hurra! Ich drehe mich immer zu früh. Eine wunderbare, so, jetzt einmal drehen. In die falsche Richtung gehen. Und wieder rumdrehen. Und wir sind trotzdem schneller. Ja, das Marschieren, das übe ich nochmal. Achtung, du wirst gleich überholt, Imker. So, dann wollen wir mal Kröten bekämpfen. Böse Eier. Dim, 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 dim. So, immer schön drüber springen. Einfachste Lösung. Ja, eigentlich kann ich mir jetzt schon das Looten erlauben. Hab ja schon jemanden hier. Kann ich mir wenigstens ein paar Kronkorken in die Tasche stecken. Und nochmal ein paar Kröteneier zum Verkochen. So. Oh, da hat sich eine versteckt zwischen den toten Leichen. Aber nicht sehr nett. Ach ja, bitte beachten Sie diese kleine Unterbrechung. Immerhin ist Fastnacht. Freude liegt in der Luft. Kommen Sie, kommen Sie. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Leer? 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 Och man, die sind alle leer. Sollte ich sie noch nebenbei looten, während ich dran vorbeigehe? Oh, die sind alle leer, Schweinerei. So, habe ich mir meinen Platz schon mal freigeschossen. Hoppala. Da war ich ein bisschen sprungschwach. So. Schon wieder Molotow. Verbrennung hier. Aber heute nicht so schlimm. Haben eine
Sodele. Na, wo seid ihr? Brüderchen. Na? Einen höre ich noch. Ach, da hinten. Den habe ich nicht gesehen. Blöder Busch. Aber bis jetzt geht's allen noch gut. Noch. So, kurz nachladen. So, dann schnell die Mini-Nukes einsammeln, die wir kriegen. Weil in letzter Zeit die spawnen die hier immer so schnell und lassen dann halt erst für später die Mini-Nuke da rumliegen. So, hier haben wir auch noch eine. Planke. Planke und Kronkorken. Bombe, Bombe. Und Bombe. Hier ist auch keine. Okay. Oh, alt. Der hatte sogar noch eine. So, jetzt aber ganz schnell geht's wieder zurück zum Umzug. Damit wir das auch schaffen. Das Faultier anzuhitten. So, den machen wir jetzt zuerst weg. Und die Leichen, damit ich da gleich nicht die ganze Zeit drauf pfeffer. So, mutiert ist das schon. Ist aber nicht das, was ich jetzt permanent ins Target kriegen will. Sondern den ganzen Fuselkram, der da hinten durchrennt. Genau den. Und den. Okay. Wunderbar. Jetzt können wir auch looten. Halt, da war noch was. So, dann holen wir uns hier ein bisschen Wolfsfleisch noch mit für die Wahrnehmung. Na los, gib mir das Feuer. So, die Mutantentöters Mistgabel. Na denn. Fast nach abgeschlossen. Dann kann ich hier schon mal Kleinzeug wegstecken. Väterchen Frostpuppe Bauplan. Okay. Hatten wir die nicht schon? Bin mir nicht so sicher. Aber könnte möglich sein. Väterchen, Väterchen. Ja, hatte ich schon. Das hatte ich schon von letztes Jahr. So, dann packen wir hier auch gleich die Hasenzähne mal wieder weg, die wir auch schon das x-millionste Mal bekommen haben. Und dann würde ich sagen, muss ich nochmal kurz was umändern. Hier bin ich ja jetzt nicht mehr alleine. Das heißt, hier haben wir uns Inspiration rein. Und dann machen wir uns jetzt mal auf, ich würde sagen, die Todeskralle zu töten. Obwohl, nee, komm, wir machen das gleichzeitig mit dem Riss. Ist doch deutlich angenehmer. Das heißt, wir versuchen jetzt mal eine legendäre Brandbestie an einem Rissstandort zu töten. Naja, habe ich mir aber was vorgenommen. Mit nur den zweitstärksten Waffen von mir. So, und jetzt habe ich immer noch nicht gesehen, ob du jetzt legendär bist oder nicht. Nee, bist du nicht.
haben einen Explo. Aber ich habe keine andere bei mit Schalldämpfer. Noch sieht sie mich nicht. So, gut. Die hat ja wenigstens schon mal ein paar EP-Points gegeben. Und es geht ja ganz okay mit dem Schaden. So ein bisschen was darf ich noch mitnehmen. Oh, 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 oh. Da wäre ich ja beinahe wieder reingerannt. Wo ist denn jetzt die Leiche? Ach, hier. So, Stimpack und... Oh, wir können sogar DMS sammeln. Ja, nehme ich mit. Habe ich noch genug Redaway? Ja, dicke. So ein bisschen Strahlung. Das ist gut für den Turn. Macht babyfrische junge Haut. Na gut, dann holen wir uns hier hinten halt die böse, böse Todeskralle. Die sogar schon draußen rumsteht. Eine ganze Explosion einfach so wegsteckt und ist sie überhaupt nicht interessiert. Wollte gerade sagen, bist du gar nicht da oder was? So, dann haben wir die böse, 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 böse Todeskralle erledigt. Und die Ratten werden mich gleich vom Porten hindern. Na komm, wir rennen hier hinten noch hoch zum Random Encounter. Da fliegt schon wieder eine Brandpest hier weg. Das Blöde ist, irgendeine blöde Ratte folgt mir noch. Oh, Yaoguai. Na denn. Hab ich ja hier richtig Glück. Nämlich noch einer. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Weil an und für sich dürften die mich schon längst sehen. Und da ist die Ratte. Und da ist die zweite. Okay, Bärchen. Na? Na komm, Bärchen. Denn halt nicht. Dann wirst du als EP missbraucht. Aua. Der wollte sich einfach nicht wehren. Der hat gesagt, ich bin es ihm nicht wert gewesen. So, aber dich kriege ich jetzt auch wieder mit einem Stealth-Bonus weg. 1A. Gut, wenigstens ein bisschen was hier mitnehmen. So viel auseinandergefallene Supermutanten. Die muss man aber einfach einsammeln. So, dann haben wir diesen Riss. Dann gucken wir hier oben beim Riss nach. Weil dann wären es nämlich nur noch Federn und Stufenaufstieg. Das jetzt richtig im Kopf habe. Federn sind jetzt nicht allzu schwer. Und Stufenaufstieg dürfte jetzt eigentlich auch leichter sein. Okay, du bist auch nicht legendär. Das heißt, ich brauche gar nicht so weit an den Riss ran. Dann nehmen wir auch dich da oben als EP-Spritze. Ah, komm. Nee, noch hat sie mich nicht. Meine Rüstung hält aber ganz gut. Ah, ich habe einfach nicht genug AP jetzt. Nun komm. Jawohl. So. Und dann hier nochmal. Nehmen wir euch doch mal kurz aus. Und dich machen wir auch nochmal weg. Ah, Brandbestienrunde bringt immer noch genug EP. Ist aber eigentlich nicht das, was ich gerade suche. So, dann gucken wir nochmal. Den hatten wir. Dann haben wir hier unten noch einen kleinen Riss. Wir werden noch bestimmt noch eine finden. Und eine Werkstatt müssten wir eigentlich auch noch beanspruchen, aber aufbauen... Nee. Ich sag mal so, mein Camp bietet mir derzeit genug Ressourcen an. Also bräuchte ich nicht noch mehr.
So, den haben wir. Wo ist der Flutterpie? Das kriege ich wieder nicht ins Target so richtig. Ja, setzen wir uns hier mal rauf. Ah, jetzt. Jetzt haben wir Hallöchen gesagt so richtig. Au. Das kann doch in die Hose gehen, Mensch. Mit einem Granatenwerfer hier rumschießen. Ja, noch sieht sie mich nicht. Noch ist es nur Random Attack. Wunderbar. So. Da habe ich meinen Schleichbonus. Weil ihr mich auch nicht gesehen habt. Selber schuld. So, wieder zwei Stimpacks gemacht, ohne wirklich ein Stimpack zu verbrauchen. Eieiei. Ich schmeiß mich nachher wieder zu mit Stimpacks. So, dann probieren wir jetzt nochmal einen Riss aus, ob der jetzt nun das gewünschte legendäre Opfer gibt oder nicht. Ne, ich hätte den Prime-Riss nehmen müssen. Na, bist du? Nein, bist du nicht. Trotzdem ein bisschen Macht. Wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen EP. Also von daher. Passt das. So, dies Dude. Der jetzt auch. Dann rennen wir nochmal schnell hier hinten runter. Und holen uns wenigstens den Brandbestien-Loot. Ah, jetzt werden wir. Jetzt muss ich so oder so zerdeppern gehen. Okay, erwischt habe ich ihn noch. Nicht mehr, ist so. So. Wunderbar. Kannst du sogar mit einer Explosivwaffe hier. So, dann nehmen wir euch auch noch aus. Und dann sind wir hier auch schon am Maximum Tragkapazität. Heißt, ich muss die Folge beenden. Denn einmal wieder zurück ins Camp. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.